Hallo zusammen. Wie ihr wisst, bin ich ja so ungefähr knapp 10 Jahren bei YouTube eingestiegen mit meinen ersten Filmchen. Damals zum Thema Pfeife rauchen. So noch die ersten Filme, die ich mir angeschaut habe. Gibt eine tolle Pfeifen-Community in Deutschland, die auf YouTube vertreten ist mit ein paar ganz tollen Kanälen, die ich euch mal irgendwann verlinken werde, wenn wir in das Thema einsteigen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist mal wieder Zeit, ein, zwei, drei Filme über das Pfeifenrauchen zu machen. Ist ja eine Sache, die verschwindet in der Öffentlichkeit. Und da jetzt viele neue Zuschauer bei mir auf dem Kanal sind, möchte ich da jetzt mal ein paar Sachen dazu erzählen. Bloß als grober Einstieg, was ist Pfeife rauchen, wie raucht man eine Pfeife und dass man ein bisschen Hintergrundwissen hat. Ihr seht mir ab und zu mal in einem Filmchen, dass ich eine rauche. Genussrauchen sozusagen. Pfeifenrauchen unterscheidet sich ja vom Zigarettenrauchen in der Hinsicht, dass man den Pfeifenrauch normalerweise nicht inhaliert. Es gibt zwar auch Pfeifenraucher, die auf Lunge rauchen, aber im Großen und Ganzen wird der Pfeife gepafft, genauso wie eine Zigarre. Schädlich ist es allemal, also gesund ist es nicht, das Pfeiferauchen, weil ja auch Schadstoffe freigesetzt werden, die man über die Schleimhäute aufnimmt, die man runterschluckt, und auch für die Mundhöhle und für den Kehlkopf und so ist es mit Sicherheit nicht gesund, aber für den gelegentlichen Genuss, denke ich, ist es relativ überschaubar, die Gefahr. Jetzt fangen wir mal an. Schon in der Jugend habe ich fast immer eine Pfeife gehabt. Das hat mich fasziniert, weil mein Onkel war Pfeifenraucher und der hat uns öfters besucht und der Tabak hat einfach so unglaublich gut gerochen. Dieser exklusiv Cavendish, den der immer geraucht hat. Wenn der auf Besuch war, dann habe ich schon vom Weiten vorm Hausflur gerochen, dass mein Onkel da ist, wenn ich diesen typischen Pfeifen-Tabaksgeruch in der Nase gehabt habe. Hat man dann damals sowas gekauft im Tabakladen, das sind sogenannte Korncobs, so Billigpfeifen, die mittlerweile so zwischen 6 und 10 Euro kosten, würde ich sagen. Haben halt den Nachteil, dass die Filterung bei denen beschränkt ist. Man kann zwar hier so einen Papierfilter reinmachen, so einen 4 mm Papierfilter, aber einen richtigen Aktivkohlefilter wie bei den teuren Pfeifen geht bei denen hier nicht. Aber zum Ausprobieren durchaus mal geeignet, ob einem sowas liegt. Viele rauchen nur solche Pfeifen. Jetzt fangen wir mal an. Und zwar geht es heute um die Pfeifenformen. Es gibt da ein paar Unterschiede. Ich fange jetzt mal an mit der gebräuchlichsten Form von der Tabakspfeife. Die sieht so aus, kennt ja jeder. Sehr gentleman-like, würde ich sagen. Das ist also die sogenannte Billardform. Das heißt ein gerader Holm und ein aufrechter Pfeifenkopf, 90 Grad abgewinkelt. Gibt es halt in verschiedenen Größen, das ist eine relativ große. Und dann geht es weiter. Und zwar geht es dann, wie gesagt, um die Form. Das hier ist eine leicht gebogene. Bei der Biegung reden wir vom englischen Band. Das ist also eine ganz leicht gebogene hier. Und je stärker so eine Pfeife gebogen ist, desto leichter lässt sie sich zwischen den Zähnen im Mund halten. Das ist eine Sache der Schwerkraft. Je länger die Ausladung ist, desto mehr ist die Kraft nach unten. Je stärker die Pfeife gebogen ist, desto weniger schwer ist im Mund zu halten. Das ist dann so eine sogenannte Halfband, die ist also stärker gebogen, half, also zur Hälfte gebogen sozusagen. Hat jeder Pfeifenraucher so seine Vorlieben. Die einen wollen nur solche, die anderen wollen nur gerade. Wenn man beim Arbeiten rauchen will, beim Autoschrauben oder bei sonst was, ist so eine gebogene Pfeife natürlich besser, weil die nicht so weit vorsteht, wenn man an irgendeinen Gegenstand hinkommt. Und ist leichter zwischen den Zähnen zu halten. Und die Extremform ist nachher die Fullband, also die vollgebogene, oder der Hänger, weil einfach der Pfeifenkopf runterhängt. Wird auch als Ohm-Krüger-Format bezeichnet, weil der Burenführer immer solchen Pfeifen geraucht hat. Die spürt man fast gar nicht mehr zwischen den Zähnen. Das waren jetzt einmal die Pfeifenformen. Da kann man natürlich noch viel mehr ins Eingemachte gehen, aber das soll ja bloß mal so ein Anfängerüberblick sein. Die meisten Pfeifen, die in Deutschland verkauft sind,
oder verkauft werden, sind sogenannte 9 mm Pfeifen. Da kommt ein Aktivkohlefilter rein, hier in das Mundstück. Zeige ich euch mal. Die sehen so aus. Die hier sind zweifarbig, damit man die richtig rum reinsteckt. Da kommt dieses Kunststoffteil immer zum Mundstück hin. Gibt auch welche mit zwei Keramikkappen. Die sind mit Aktivkohle gefüllt. Und die Aktivkohle soll die Feuchtigkeit, die da beim Rauchen entsteht, und die Schadstoffe rausfiltern. Oder etwas rausfiltern. Ich muss sagen, hat sich durchgesetzt in Deutschland. Ich persönlich rauche nur Filterpfeifen, weil mir der Geschmack einfach bekömmlicher ist, als wenn ich ohne Filter rauche. In England zum Beispiel oder in Amerika sind mehr oder weniger die ungefilterten Pfeifen populär. Das wäre jetzt mal zum Thema Pfeifenformen. Machen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar, was braucht man zum Pfeife rauchen noch? Das Wichtigste ist hier ein sogenanntes Pfeifenbesteck. Das ist hier die billigste Ausführung, die es in den Tabakläden gibt, so um die 2 Euro rum. Im Volksmund Tscheche genannt, weil der in der Tschechoslowakei damals oder gefertigt wurde. Ist praktisch sehr funktionell, billig und wenn man verliert, kein großer Verlust. Das hier ist der Stopfer. Da kommen wir in einem anderen Video drauf, um den Tabak niederzudrücken, beim Anzünden zum Beispiel. Der Dorn, um den Tabak aufzulockern. Und hier der kleine Löffel zum Ausräumen der Pfeife nach dem Rauchen. Gibt es in verschiedenen Variationen. Hier ist ein anderer, der ist ein bisschen aufwendiger. Sieht aus wie eine Pfeife, ist massiver, schwerer. Hier der Stopfer. Hier der Auskratzer. Und hier der Dorn, ist aber auch nicht teuer, ganz billige Dinger. Zum Anzünden verwendet man traditionellerweise entweder das Streichholz, das ist wirklich sag ich mal, elegante Lösung und eignet sich sehr gut zum Pfeifen anzünden, also mit dem Streichholz. Oder wer dann schon mehr investieren will, der kann sich dann mal so ein Pfeifenfeuerzeug leisten. Es hat eine schräge Flamme, damit man das schön um den Pfeifenkopf rumführen kann. Gibt es aber auch billigere und man kann es auch mit einem Einwegfeuerzeug machen, mit so einem Big-Feuerzeug. Es gibt eine Reihe ganz bekannter Pfeifenraucher. Das war ja früher sehr populär. In den 30er, 40er, 50er, 60er, 70er Jahren haben viele prominente Politiker und Schauspieler geraucht. Das ist mittlerweile total verschwunden. Es gibt fast keine Pfeifenraucher mehr, keine Bekannten. Früher, da gab es viele Schauspieler, wo Pfeife geraucht haben. Er hier zum Beispiel, Errol Flynn, Clark Gable von den Eltern, Jean Gabon bei den Franzosen, Heinz Rühmann, Hans Albers, alles Pfeifenraucher gewesen. In der Politik fällt mir ein Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Herbert Wehner zum Beispiel, alles Pfeifenraucher gewesen. Und auch die zwei hier. Damals war das noch heute nicht mehr möglich. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, nicht dazugemahlen, das war so. Haben auch Pfeife geraucht. Einstiegspfeifen wie diese hier. Das ist eine Mr. Brock aus Birnenholz. Die gab es mal bei eBay für 10, 15 Euro. Habe jetzt nicht nachgeschaut, ob die noch vermarktet werden. Ganz tolle Dingerchen, auch schon gefiltert. Also man kann relativ günstig einsteigen in das Pfeifen-Hobby. Ich habe ja damals die große Leidenschaft entwickelt, alte Pfeifen zu restaurieren und herzurichten. Das heißt, ich habe gebrauchte Pfeifen gekauft bei eBay und habe die dann in einen Neuzustand versetzt. Das heißt, das Holz aufpoliert. Die Pfeife total gereinigt, desinfiziert, die Kunststoffteile poliert und das Vorher-Nachher, das hat mir immer unwahrscheinlich gefallen, wenn so eine alte Pfeife gekommen ist und wie die danach wieder ausgeschaut hat. Mit so einer Pfeife ist es natürlich anders wie mit einer Zigarette. Die hat man fast sein Leben lang, wenn man die gut behandelt
Und man kann da viele Erinnerungen damit verknüpfen. Der Urlaub, in dem man sie dabei hatte und so weiter und so fort. Die habe ich zum Beispiel 1998 gekauft. Das war die erste hochpreisigere Pfeife, die ich mir damals geleistet habe. Das war eine Stanwell. Hat es um die 60 Mark damals gekostet. Habe ich heute noch, sieht heute noch hervorragend aus, obwohl ich sie schon viel geraucht habe. Also wenn man da zwei oder drei kauft, wenn man da einsteigt, dann ist man eigentlich gerüstet. Gut, so viel heute im Teil 1 zum Pfeifenrauchen. In den anderen Filmen werde ich euch dann mal zeigen, wie man so eine Pfeife stopft. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Ich werde es nicht so kompliziert machen. Ist auch nicht so kompliziert, wenn man die Pfeife entzündet. Und ein paar Sachen für irgendeinen Anfängertabak, der wo euch vielleicht schmecken wird. Das war's für heute. Und ich werde vielleicht noch ein paar Bilder anhängen von berühmten Pfeifenrauchern und Politikern, dass ihr seht, dass ich da keinen Schmarrn verzählt habe. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, Rauchen ist ungesund. Ciao.